So, und da wären wir wieder und ich habe eigentlich keine Ahnung, was jetzt als nächstes noch ansteht. Was sind das für Runen? Ach, das. Das sind die Symbole der sechs Elemente. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Symbol für Humus. Aha. Warum ist es hier so kalt? Die bestehen die... Naja, das hatten wir ja schon. Der Eis-Djinn in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule, Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Was für ein Artefakt? Wer weiß, vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab. Diese alten Mogule wussten, wie man einem das Leben vermisst. Wie war sein Name nochmal? Er hieß Halef Ben Yalif. Ich frage mich, ob sie ihn jemals erwischt haben. Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Was steht in dem Bericht über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakars Maske weckt und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja. Die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei. Einem Diener der Zeit. Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte. Auf das Nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Aha. Drei Kammern weisen den Weg? Ja, deren Zugänge befinden sich irgendwo in Draconia. Haltet Ausschau nach diesem Symbol. Ihr könnt die Seite haben, wenn ihr wollt. Danke. Aha. Um die Kammern zu öffnen, müsst ihr jedoch die Maske bei euch tragen. Bevor ihr nicht die Maske habt, nützt es auch nichts, nach den Kammern zu suchen. Stiftet ihr mich gerade zum Diebstahl an? Mädchen, ich bin nur hier, um Wissen weiterzugeben. Was ihr daraus macht, ist ganz allein eure Sache. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist. Es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Na super, dann sind wir schon mal raus. Wer ist Satinav? Satinav ist der Wächter der Zeit. Er wacht über das Buch der Zeit und passt auf, dass niemand den Lauf der Dinge, der darin beschrieben steht, stört oder verändert. Hat ihn jemals jemand gesehen? Nein, er ist nur eine Legende. Na, das kennen wir ja, das Spiel Satinavs Catman. Wie nennt sich das? Es heißt, im Garten sei ein Zauberspruch vergraben, der die wahre Macht der Maske weckt. Was ist ihre wahre Macht? Hier steht, die Maske stellt ihren Träger vor eine Wahl. Entweder entscheidet er sich für süßes Vergessen, oder sie macht Dinge, die einst geschehen sind, wieder ungeschehen. Das klingt sehr mächtig. Haha! Oh ja, das tut es. Es gibt nicht wenige, die für so eine Macht morden würden. Das soll mir vorerst reichen. Gut,
Wisst ihr, ich finde es merkwürdig, dass ihr von alledem noch nie etwas gehört habt. Ich spreche von eurer Tätowierung. Ihr seid selbst eine Nachfahrin Malakas, richtig? Haben euch eure Vorväter nichts gelehrt? Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Und dieser Prinz über dem Observatorium, er ist euer Bruder, nicht wahr? Ich frage mich nur, was euch antreibt. In euren Augen glüht eine unheimliche Entschlossenheit. Entweder werdet ihr das Unmögliche erreichen oder im tiefsten Wahnsinn zugrunde gehen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Passt bitte auf euch auf. Ich schätze mal, mit ihr passiert Weiteres. Alles andere wäre ja sinnlos. So, Werkstatt, wo ist die Werkstatt? Herzlabor. Gut, schon nochmal mit dem Stab. Ich weiß jetzt, wer du bist. Dein Name ist Halef Ben Yalif. Du warst Malakars Diener. Er hatte dich losgeschickt, den Garten des Vergessens zu suchen. Aber du hast es nur bis Draconia geschafft. Zur Strafe setzte man dir die Maske auf, raubte deine Erinnerung und machte dich zu dem, was du jetzt bist. Ja. Was sagt er? Das steht hier nicht. Der Luftmagier konnte nur aufschreiben, was sein Luftgeist beobachtete. Nicht, was in Sadias Kopf geschah. Mist. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt das. Du bist also selbst ein Opfer der Maske. Ich schätze, ich kann dir verzeihen. Wäre ja schick, wenn er mir wenigstens sagen könnte, was wir jetzt machen können. Wir haben ja den komischen Kelch des Erzadepten. Den müssen wir jetzt unterschwellig irgendeine Botschaft vermitteln, dass er das Ding, dass er die Maske für irgendwas Schönes hält. Also wir müssen ihm die Maske vermitteln, dann das Ding. Und dann müssen Kristall, würde ich mal behaupten. Was ist das? Das würdet ihr nicht verstehen, selbst wenn ich es euch erklären wollte. Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Okay, wir müssen ihm das richtige Gefühl vermitteln. So, also wir müssen ihn Wärme und Licht assoziieren. Assoziieren. So, ich will zaubern. Vision schicken. Und zwar, ja. Also Wärme und Licht. Herd, haben wir schon mal Wärme. Dann brauchen wir halt die Maske. Und jetzt noch Licht. Schleifstein, Tafel, Erz, Teetisch, Besen. Kristall. Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre, also mit der Maske verbinde ich nur... Also Wärme ist ja schon mal Herz. Licht. Vielleicht ist das ja gar nicht so dämlich, was ich hier versuche. Hey, der... Warte mal. Och, geht nicht. Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen.
Hätte sein können, dass der ein Lebewesen ist. Na, dann soll ich nochmal Vision schicken. Versuchen wir es nochmal. Und zwar Wärme. Das Ding und das Ding. Aber das Ding bewegt sich doch. Keine Antwort. Moment, muss kurz niesen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich die herausgefunden habe, was jetzt hier richtig ist. Bis dahin, wir sehen uns. Also, ich habe jetzt schon mal einen Lösungsansatz gefunden. Und zwar können wir Ihnen bei der Sphäre ein schlechtes Gewissen schon mal einbläuen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und zwar, indem wir Sphäre, Tafel und Besen. Wir wissen ja, dass er das doof findet. Ich will die Arbeit an der Sphäre abbrechen, aber noch gibt es keine gute Alternative. Sehr schön. Jetzt müssen wir irgendwas Warmes und was er toll findet. Warte, was er toll findet, das sind Erze. Ich muss etwas... Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Ich will die Arbeit an der Sphäre ab mit der Maske. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch gute Dinge für ihn finden. Ach, dass man hier jetzt mal den Rektor wieder ankrabbeln muss. So, Vision schicken und zwar hier wieder hin. Positiv ist er auf Erz zu sprechen. Und auf Tee. Und dann muss es mit der Maske verbinden. Ah, wie abstoßend. Wie kann etwas so Schönes nur so negative Gefühle wachrufen? Zeit, mich etwas Schönerem zu widmen. Das ist es also. Gibt es etwas Neues? Die Maske ist ein Speicher. Sie speichert Erinnerungen. Ja, indem sie einem die eigenen aussaugt. Ja, das auch. Aber das ist banal. Viel faszinierender ist, dass sie alles speichert, was um sie herum geschieht. Es ist, als würde sie die Welt im Stillen beobachten und sich alles merken. Wenn es uns gelingen würde, ihre Wirkung umzukehren, könnten wir auf ein gigantisches Archiv vergangener Zeiten zurückgreifen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wie lässt sich die Magie der Maske umkehren? So etwas braucht Zeit. Ich würde versuchen, eine Abart eines Reversales in einen Edelstein einzuweben und diesen dann an der Maske befestigen. Wenn anschließend der Spruch im Inneren der Maske rezitiert wird, sollte sie ihre gegenteilige Wirkung entfalten. Statt den Träger leer zu saugen, würde sie beginnen, ihm einst gespeicherte Erinnerungen zu übertragen. Ich will, dass ihr die Wirkung der Maske umkehrt. Das braucht Zeit. Außerdem fehlt mir dazu ein passender Edelstein. Wir haben noch einen passenden Edelstein. Nehmt diesen Rubin hier, webt den Umkehrspruch hinein und kehrt die Wirkung der Maske um. Ich sagte doch, so schnell geht das nicht. Ich muss die Beschaffenheit des Steins erst prüfen. Gegebenenfalls nachschleifen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich will wissen, was die Maske weiß. Forscher in Druck setzen, freundlich bitten. Bitte. Ihr müsst es tun. Das werde ich, aber nicht jetzt. Eine so überalte Aktion wäre viel zu riskant. Tut, was ich euch sage. Ein solcher Eingriff ist gefährlich. Ich brauche alles, was ich kriegen kann, um in der Gurt zu überleben. Es geht hier um mein Leben. Also macht. Ihr werdet gleich nun entweder sehr dumm oder sehr schlau sein.
dan fasgadan es plaste quatan, humorillo gras ferel goran, il bemutir gerul felan, und hier quatan feluntir sodan. Hey, könnt ihr mich hören? Ich hatte eine Vision. Eine fremde Erinnerung? Es hat also doch funktioniert. Also doch? Ihr habt großes Glück, dass ihr noch sprechen könnt. Welches Wissen habt ihr noch? Habt ihr neue Fähigkeiten gelernt? Wenn ja, zeigt es mir. Ich hab was gelernt, ja. Aktivieren, deaktivieren. Was können wir denn aktivieren oder deaktivieren? Das geht nur bei magischen Artefakten. Ihr könnt zaubern? Ich erinnere mich nur an diesen einen Zauber. Nein, wartet. Da ist noch mehr. Je häufiger ihr auf Erinnerungen in der Maske zurückgreift, desto mehr Erinnerungen werden euch zugänglich sein. Nehmt die Maske ab. Erinnert ihr euch noch immer? Nein. Die Zauber sind weg. Wie ich es mir dachte. Die Wirkung ist nur aktiv, solange ihr die Maske tragt. Setzt sie wieder auf und wirkt den zweiten Zauber. Eine Vision schicken, na super. Und zwar, keine Ahnung. Ist das jetzt egal oder muss ich jetzt irgendwas Spezielles assoziieren? Hört auf, mit meinen Gedanken zu spielen. Lasst mich nun nur noch eines versuchen. Nehmt den Rubin ab und setzt sie wieder auf. Könnt ihr noch immer zaubern? Ja. Ich erinnere mich an mehr und mehr. Ha! Ich bin brillant! Wenn der Rubin einmal eine Verbindung zwischen Träger und Maske hergestellt hat, bleibt sie auch ohne Stein bestehen. Das reicht nun. Gebt mir die Maske und ihr könnt gehen. Ich bezweifle das. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Können wir den Stab jetzt wieder nehmen? Ja, das ist wahr. Er wurde zu einem kleinen Kristall... Ich schätze... Was auch immer... Ich schätze mal, da will jemand was sagen. Was ist los? Was willst du? Das Gesicht reagiert auf die seltsame Kugel. Solange ich die Kugel besitze, scheint er mir folgen zu wollen. Wer auch immer das ist. Ein Erzgeist. Ein verzauberter Rubin. Wir haben eine Zeichnung, okay. Und wie wir hier weiter forschen. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, ciao.